Hallo zusammen, ich grüße euch. Wenn die Kotprobe eurer Schildkröten positiv ausgefallen ist, dann bedeutet das, dass die Schildkröten entwurmt werden müssen. Es ist empfehlenswert, dies vom Tierarzt machen zu lassen bzw. sich bei ihm das Medikament entsprechend zu holen. Videos zur Kotprobe und zur Wurmkur habe ich euch entsprechend da oben einmal verlinkt sowie in der Videobeschreibung. Schaut da gerne einmal vorbei. Nun ist es allerdings so, dass natürlich auch viele gerne die Chemiekeule vermeiden wollen bzw. jetzt den Tieren lieber mit Naturheilkunde helfen wollen, damit ja, die Parasiten ausgeschieden werden können, aber eben soweit möglich die Chemie vermieden werden kann. Ich möchte euch in diesem Video einmal zeigen, wie ich eine Wurmkur selber mache, aber aus rechtlichen Gründen möchte ich euch vorab auf jeden Fall sagen, ich bin kein Tierarzt, ich habe auch sonst mit Medizin und so weiter nichts am Hut. Ich bin einfach nur eine Schildkrötenhalterin und Autorin eines Sachbuches. Aber in Sachen Medizin ist es natürlich immer empfehlenswert, dass ihr euch an den Tierarzt wendet. Es ist immer empfehlenswert, den Kot vom Tierarzt untersuchen zu lassen. Und es ist empfehlenswert, im Falle eines positiven Befundes alles mit ihm abzusprechen. Ob ihr die Wurmkur nun selber verabreicht oder ob ihr die Medizin vom Tierarzt holt, ihr solltet das auf jeden Fall immer mit dem Tierarzt absprechen. Und damit der Tierarzt auch wirklich das Richtige tut, ist es wichtig, dass dieser Tierarzt sich auf Reptilien spezialisiert hat, sonst kann das nämlich natürlich auch schnell nach hinten losgehen. Es ist außerdem empfehlenswert, dass das, was ich euch hier jetzt mitteile, dass ihr das vielleicht erstmal vorsichtig probiert, denn ich möchte euch auf jeden Fall nicht verschweigen, dass es einige Schildkrötenhalter gibt, die berichtet haben, dass die Schildkröten die Wurmkur nicht vertragen haben. Ich möchte euch daher auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ihr auf eigene Verantwortung handelt. Macht das bitte verantwortungsbewusst und die Wurmkur soll keinen Tierarztbesuch ersetzen. Dieses Video soll lediglich meine persönliche Erfahrung zeigen. Und auch ich ersetze damit nicht den Tierarzt, sondern ich persönlich mache es so, dass wenn ich noch genug Zeit habe, um damit zu experimentieren, beziehungsweise der Befall nicht so hoch ist, als dass jetzt wirklich schnelles Handeln gefragt ist, sondern dass mit diesem Befall die Schildkröten den Umständen entsprechend noch gut zurechtkommen, sodass, wenn diese Wurmkur nicht anschlägt, dass ich dann immer noch genügend Zeit habe und auch Leid trotzdem ersparen kann, bis die Schildkröten dann zum Tierarzt gehen. Also auch ich möchte weder empfehlen, noch handhabe ich es selber so, den Schildkröten unnötiges Leid zuzuführen oder einen Parasitenbefall unnötig in die Länge zu ziehen. Also, wie mache ich nun das Ganze? Ich nehme für eine Portion, die vielleicht so für 2 bis 4 Schildkröten reicht, je nach Größe und so weiter. Ich habe da keine genaue Dosierung, wie viel eine Schildkröte davon letztendlich dann fressen sollte. Aber ich nehme dazu eine Karotte, eine mittelgroße Karotte vielleicht, die raspe ich bevorzugsweise natürlich aus Bio-Anbau, um entsprechend den Schildkröten nicht zu schaden. Noch besser ist natürlich aus eigenem Anbau. Diese Karotte wird geraspelt. Außerdem gebe ich dazu einen Esslöffel gemahlene Kürbiskerne, einen Esslöffel Salbei geschnitten und getrocknet und einen Esslöffel Wermutkraut. Das Ganze wird in ein Messer gegeben und darüber schütte ich einen Esslöffel angewärmtes Kokosöl. Also das Kokosöl sollte flüssig sein, es soll nicht heiß sein, um keine Nährstoffe der anderen Zutaten zu zerstören, aber ebenso, dass es flüssig ist. Und dann wird das Ganze durchpüriert. Bitte haltet euch, falls ihr das nachmacht, unbedingt an dieses Rezept. Ich kann mir vorstellen, aber das ist nur meine Theorie, dass die Unverträglichkeit damit zusammenhängt, dass manche Schildkrötenhalter
bei der Zubereitung merken, dass die Paste sehr, sehr dickflüssig ist, vielleicht der Mixer damit Schwierigkeiten hat, das Ganze zu pürieren, und dann wird mit Kokosöl das weiter verdünnt. Und ich glaube, dass diese hohe Menge an Kokosöl dann vielleicht Schaden nehmen kann, denn das Kokosöl finden die Schildkröten nicht in freier Natur. Genauso gibt es die Karotten nicht in dieser Form in der freien Natur. Deswegen sollten wir darauf achten, dass ein Übermaß an unnatürlichen Zutaten auf jeden Fall verhindert wird. Also bitte haltet euch an diese Dosierung und übertreibt damit auf gar keinen Fall. Diese fertige Paste wird dann einfach den Schildkröten angeboten. Ich empfehle euch dazu, entweder die Schildkröten zu beobachten während der Zeit oder die Portion wirklich auf die Tiere aufzuteilen, denn sonst kann es sein, dass vielleicht eine Schildkröte alles auffrisst und die anderen haben kein Interesse oder werden aus anderen Gründen davon nehmen sie Abstand, und das würde wieder bedeuten, dass die anderen gar nichts haben, also nicht entwurmt werden, und die eine einzige, die hat dann viel zu viel gefressen. Achtet also darauf, dass die fertige Paste dann wirklich auf eure Tiere aufgeteilt wird. Und dann werden die Parasiten, wenn denn welche vorhanden sind, in der Regel relativ zügig ausgeschieden. In meinem Fall so war es so, dass bereits am Folgetag ein wirklich hoher Befall im Kot sichtbar war, und das, obwohl die Kotprobe gar nicht so einen hohen Befall angezeigt hat. Nun bin ich natürlich, wie gesagt, keine Expertin. Ich kann nicht beurteilen, ob das einfach nur mein objektives Empfinden ist oder tatsächlich der Fall, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass meine Schildkröten es gut vertragen haben, dass die Parasiten ausgeschieden wurden und dass danach die Schildkröten parasitenfrei waren. Also es hat wirklich funktioniert und den Schildkröten, soweit man es von außen beurteilen kann, nicht geschadet. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, diese Wurmkur ersetzt keine Kotprobe, man macht es nicht prophylaktisch und ersetzt auch nicht den Tierarzt. Es ist also nach wie vor empfehlenswert, jedes Jahr im Juli eine Kotprobe untersuchen zu lassen, das Ergebnis dann mit dem Tierarzt abzusprechen und mit dem Tierarzt zusammen zu entscheiden, wie denn entwurmt ist. Es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass bei einer Entwurmung, egal welche, man in der Regel nur die Parasiten selbst trifft, nicht die Eier. Kommt natürlich wieder auf die Parasiten drauf an, aber in der Regel ist das so. Das heißt, eine einmalige Gabe der Wurmkur, welche auch immer, funktioniert nicht. Damit tötet man die Parasiten ab, aber 10 bis 14 Tage später schlüpfen aus den Eiern die Parasiten und dann beginnt das Ganze von vorne. Deswegen ist es wichtig, dass man die Wurmkur ungefähr nach 10 Tagen wiederholt. Dann gibt es verschiedene Anweisungen. Manche machen die Wurmkur 5 Tage hintereinander jeden Tag. Andere wiederholen nach einer Woche oder nach 14 Tagen. Da gibt es wirklich viele verschiedene Ansichten. Und deswegen ist es wichtig, sprecht das mit eurem Tierarzt ab und lasst hinterher den Kot nochmal untersuchen, um wirklich sicher zu gehen, ob die Wurmkur angeschlagen hat oder nicht. Beginnt damit auf jeden Fall rechtzeitig und achtet allgemein natürlich auf die Ernährung, denn je besser die Ernährung im Allgemeinen ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man die Wurmkur machen muss. Also insofern wünsche ich euch, euren Schildkröten, natürlich gute Besserung und viel Freude beim Nachmachen. Liebe Grüße!